Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Der Telestammtisch ist wieder da und präsentiert euch ein Tablett voller frischer und ganz heißer Filmstarts. Als Vorspeise gibt es die Besprechung zu Jiu-Jitsu. Irgendwas mit Kämpfen, irgendwas mit Nicolas Cage und irgendwas, was jetzt auf Prime zum Kauf zur Verfügung steht. Stu, Werner und Tilo haben sich das Ganze angeschaut und verraten euch ihre Meinung. Als Hauptgang folgt Pain and Gain von Michael Bay. Dazu schildern euch Stu und Sam ihre Meinung. Zu guter Letzt gibt es ein flambiertes Dessert. Stu hat mich zum chilenischen Film EMA interviewt und ob sich das lohnt, das erfahrt ihr in der letzten Besprechung dieser Ausgabe. Was sich auf jeden Fall lohnt, ist es hier beim Telestammtisch reinzuhören. Denn als großes Podcast-Projekt von vielen, vielen Filmliebhabern sind wir auch von unseren Zuhörern abhängig. Wenn ihr mögt, was wir hier machen, dann unterstützt uns doch gerne, indem ihr diesen Podcast zum Beispiel weiterempfehlt, einen Kommentar schreibt, uns eure Meinung mitteilt und wenn ihr mögt, vielleicht mal unten in der Podcast-Beschreibung mal auf die Links wie PayPal oder bei mir Coffee klickt. Dort besteht zum Beispiel die Möglichkeit, uns finanziell etwas zu unterstützen. Danke, dass ihr auch diese Folge wieder mit dabei seid und jetzt viel Spaß. Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films Jiu-Jitsu. Den könnt ihr bereits digital erwerben und am 12. März gibt es ihn auch auf Blu-ray und DVD. Und zur Besprechung eingeladen habe ich mir zum einen den Tilo. Hallo Tilo. Hi, der alte Schwede ist am Start. Und der Werner. Grüß dich, Werner. Moin, moin. Ja, wer möchte denn mal kurz sagen, worum es geht? Der Werner war es, glaube ich, oder? Ja, ich fasse es mal ganz kurz zusammen, ist ja schnell erledigt. Also in dem Film geht es kurz gesagt darum, dass alle 6 Jahre ein Alien auf die Erde kommt, um gegen Menschen zu kämpfen oder einen Menschen. Und wenn die Sache halt eben seinen Lauf nimmt, bleibt am Ende die Erde verschont. Und wenn dabei was schief geht, dann geht's richtig schief, um das mal so zu sagen. Und was in dem Film passiert, wird jetzt natürlich nicht verraten. Aber im Grunde genommen ist es einfach nur, eine Mortal Kombat Story mit einem Alien drin. Kann man durchaus so stehen lassen. So, und bevor wir jetzt ins Eingemachte kommen, hat der Tilo noch ein paar Eckdaten für uns. Ja, also der Film ist von 2020, hat eine Laufzeit von 1 Stunde 42, wird in der IMDb unter Action, Comedy und Fantasy gelistet. Science Fiction würde ich jetzt auch noch dazu zählen und Comedy eigentlich eher wegstreichen, denn so freiwillig zum Lachen ist er jetzt eigentlich nicht, der Film. Er hat eine FSK-Freigabe von 16 Jahren. Und hat eine IMDb-Wertung von 2,9, was schon einiges erwarten lässt. Die Regie hat geführt Dimitri Logothetis, der uns so Kracher wie American Kickboxer oder Kickboxer die Abrechnung gebracht hat. Der Cast ist, die Hauptrolle spielt Alain Moussy, den kennen wir auch von diesem Kickboxer-Film, ist eben so Martial-Arts-Typ. Und Nicolas Cage, mit dem auch ganz offen auf dem Poster geworben wird, wo seine Rolle eher etwas kleiner ist als jetzt eine Hauptrolle. Und dann gibt es auch noch so Martial-Arts-Koryphäen wie Tony Jaa, Frank Grillo spielt auch noch mit. Also es sind durchaus Leute, die man kennt. Und ja, die Handlung haben wir ja schon gehört. Und ja, jetzt wollen wir doch mal sagen, was wir davon halten. Ja, ein neuer Direct-to-DVD-Film mit Nicolas Cage. Da frage ich euch, was kann schief gehen? Also wirklich, also besser geht's nicht. Ne? Vor allem ein abgedrehter Film. Ne? Das ist ja bei Cage so das i-Tüpfelchen immer. Wenn er nicht so bodenständig und lahm ist, sondern es ein bisschen mehr zur Sache geht. Ja, also als ich von dem Film gehört habe, dachte ich mir so, okay, die Story klingt bescheuert, Nicolas Cage spielt mit. Das könnte Spaß machen. Und jetzt habe ich ihn halt gesehen und ich will ehrlich sein, das Jahr ist noch jung, aber die Chancen stehen gut, dass der in meiner Jahresendabrechnung ganz unten steht. Uiuiui, das sag er mal. Ja, es tut mir leid. Aber knallhart. Konntest du denn wenigstens lachen bei dem Film, also unfreiwillig? Irgendwann nicht mehr. Okay. Irgendwann war es mir nur noch egal, was passiert. Ich fand, dass er inszenatorisch auch echt kacke war. Also da gab es so ein paar Szenen, wo ich mir dachte, was soll das jetzt? Ich fand den Schnitt ziemlich misslungen. Oh. Und gerade das, wo ich mir denke, okay, du hast jemanden wie diesen Alain Moussy, du hast Tony Jaa, du hast Frank Grillo. Die Action-Szenen, ganz ehrlich, nee. Also, es war
Um es nett zu sagen, es war positive Hausmannskost, was die Action angeht, gerade im Bereich Martial Arts, aber es war nichts drin, was ich mir behalten hätte. Ja, also ich muss sagen, bei mir geht's in eine ähnliche Richtung. Auch ich habe mich auf den Film gefreut, weil ich habe mir gedacht, okay, Nicolas Cage ist eine coole Sau, dann Frank Grillo mag ich mag Aliens und das Ganze so schön gemischt miteinander könnte doch unterhaltsamer Trash werden, den man sich abends in aller Ruhe gibt. Und auch die Filmstartskritik damals, die gibt da 3 Sterne, habe ich gedacht, okay, 3 Sterne für einen Nicolas Cage-Film, das klingt doch eigentlich echt cool. Also ich habe mich wirklich auf den Film gefreut. Und auch wenn ich ihn jetzt nicht ganz unten platzieren würde, muss ich sagen, war ich doch ein bisschen enttäuscht, obwohl ich ja eigentlich wusste, in welche Richtung wir uns hier bewegen. Also ich habe bei dem Titel habe ich mich eigentlich drauf gefreut. Ich habe selber mal Jiu-Jitsu trainiert, immerhin bis zum blauen Gurt. Ist schon lange her, ich kann da auch nicht mehr was von. Aber deswegen hat es mich eigentlich interessiert. Aber der Titel, naja, wird dem Kampfsport nicht gerecht, beziehungsweise hat gar nichts damit zu tun und ist eigentlich eher ein Blend-Titel, denn es ist eigentlich ein Science-Fiction-Murks, der viel von Predator klaut, allerdings schlecht, es sind schlechte CGI-Effekte drin und natürlich ist die Handlung auch nur so ein, ja, also so vorgeschoben für Action- Martial Arts Szenen und da muss man sagen, ich meine, die Leute sind da, die verstehen ihr Handwerk, die können das. Das sieht man auch teilweise in manchen Stunts und manchen Kicks und was sie nicht alles machen. Aber wie Stu schon so schön sagte, es ist vom Schnitt her nicht gut, von der Kamera her nicht gut. Da sind so teilweise lange Action-Szenen ohne Schnitt auch, wie es ja heutzutage irgendwie jeder machen will. Der Handkamera, da siehst du auch teilweise, dass die Leute nicht getroffen werden oder auf irgendwelche Matten fallen. Und dann siehst du es einmal aus der POV von einem der Kämpfer und plötzlich bleibt die Kamera aber am Boden und du siehst ihn vorne gehen, also ohne Sinn und Verstand irgendwie. Ja. Und es funktioniert einfach vieles nicht. Also wie gesagt, die Leute sind fit wie Sau und teilweise echt bringen sie krasse Sprünge und Kicks und das wird dann immer wieder so kurzzeitig angeslowt, wie es jetzt auch jeder machen muss in jedem Actionfilm, was mich auch tierisch nervt. Das war früher mal irgendwie originell, aber alle 2 Sekunden kommt so eine Slow-Motion-Sektion, wie einer fliegt und ja, es funktioniert einfach nicht so gut. Also so ein paar wenige Action-Sequenzen haben funktioniert, aber so in der Masse halt einfach nicht. Und das bei dem Film, wo der Rest, also wo Handlung und so weiter auch Murk sind, ja, das ist dann einfach nicht genug. Ja, also ich muss sagen, gerade die Kamera, die hat mich wirklich mit der Zeit genervt, weil das war einfach das reinste Chaos, diese Kameraarbeit. Ich bin ja eigentlich ein Fan von Found-Footage-Filmen, diese Wackelkamera, das mag ich generell, da bin ich wirklich voll dafür. Aber hier hat es bei weitem nicht funktioniert, weil das so planlos dahingeschmissen wirkt, ne? Man hatte teilweise das Gefühl, die wussten gar nicht, die wussten selbst nicht, wo die Kamera gerade ist und machen gerade einfach ihr Zeug. Und gerade das mit dieser Zeitlupe, also das hat man ja von der ersten Minute an übertrieben. Und es braucht keine 5 Minuten, bis einen die Zeitlupe nervt. Und der Film geht ja 100 Minuten, ne? Also ja, und dann fehlt halt eben noch so richtig der Biss bei der Action, weil du, wie du ja schon gesagt hast, du siehst einfach, wie die beim Prügeln ja schön langsam machen, vorzeitig die Hand anhalten, um nicht zu sehr zu treffen. Ne? Also da fehlt komplett der Biss bei dieser Action. Also man kann nicht jeden Film mit The Raid vergleichen, aber für mich ist das halt eben das Maß aller Dinge, was eben diese Art Action angeht. Und wenn du das halt eben schaust, also The Raid, und dann halt eben dir so etwas gibst, das ist, als würdest du, was weiß ich, von 1000 km/h zu 1 km/h runtergehen. So lahm wirkt es. Ja, und man muss dazu auch sagen, es ist ja auch Nicolas Cage dabei, der auch in Martial-Arts-Action-Sequenzen dabei ist, also der so seine Fights macht, obwohl er es nicht kann. Und man sieht halt, dass dauernd irgendwie sein Stunt-Double ist und die da dauernd so viel schneiden mussten, dass man es halt nicht sieht, dass er das nicht kann und das macht das Ganze noch viel lamer. Aber er wollte dann unbedingt mal im Martial-Arts-Film mitspielen und ja, das ist halt Nicolas Cage. Ne? Es ist halt irgendwie auch, also was ich so schade finde, dieser Film hätte doch eigentlich Potenzial gehabt, wirklich so einfach nur unterhaltsamer Trash zu sein. Ja. Aber ist er halt nicht. Ich fand ihn halt einfach durchgängig öde, langweilig und auch
irgendwann nur ermüdend. Irgendwann war es mir auch egal. Und ich habe dann war wirklich froh, als es dann endlich das Ende war. Ja, eins wollte ich noch erwähnen. Wer noch mitspielt, ist Eddie Steeples. Den kennt man als Crabman von My Name is Earl, wo er wirklich glänzt. Also, und da sollte er so der Comic Relief sein, der halt so den Witz, die Comedy reinbringt. Aber A hat er einfach nur so ein Abziehbild vom sabbelnden Schwarzen gespielt, der auch null lustig war oder keine Chance hatte, sich zu entfalten in dem Film. Und aber die Ingredienzen waren ja mal wieder da. Die Darsteller waren da, das Budget war da. Man hätte was Scheiß machen können. Das Skript war halt dann Murks, was allerdings auch auf einem Comic basiert, habe ich jetzt auch noch nicht erwähnt. Was man insofern merkt, dass sie zwischendurch in so Kapitelsequenzen sieht man so Comic-Sequenzen, Comic-Bilder, wo dann auch so die Kapitel betitelt werden, was so ein ganz netter Touch war. Aber das hat das Ganze natürlich nicht rausgerissen. Das Einzige, woran ich gemerkt habe, dass es jetzt kein Hollywood-Drehbuch war, sondern auf einem Comic basiert ist, dass am Anfang diese Army Intelligence Officer Frau, von der man denkt, sie hat jetzt so die Hauptrolle, ganz plötzlich ja nicht mehr da ist. Ja. Und das fand ich aber auch eine der witzigsten Szenen, wo sie so einen riesen Aufnäher auf ihrer Uniform hat, wo drauf steht Army Intelligence. Und dann geht sie hier und sagt, ja, I'm with Army Intelligence. Da habe ich tatsächlich lachen müssen, aber es war, glaube ich, nicht zum Lachen gedacht. Ja, aber ich muss auch sagen, diese kurzen Zwischenstops im Comic-Stil, die waren ziemlich nett gemacht. Also ist jetzt nichts, was den Film irgendwie groß rettet, aber war eine nette Abwechslung, hat seinen Zweck erfüllt. Ja, war ein netter Touch. Und ja, genau. Also gerade wenn es halt eben eine Comic-Verfilmung ist, passt es ja auch sehr gut. Aber trotzdem, mich hat hier so viel gestört. Auch unser Alien, ne? Ja. Dieses Ding sieht so langweilig designt aus. Also mehr 0815 geht eigentlich gar nicht. Ja. Ich bin ja ein riesen Science-Fiction-Fan. Ich mag die verrücktesten Designs. Aber das war einfach. Das war ja noch nicht mal ein Design. Nein. Das war einfach ein schwarzer Anzug mit dem Tupperwarenhelm. Ja. Zwischendurch leuchten mal ein paar Augen und gutes. Ja. Und so eine platte Nase kommt zum Vorschein. Ja, also es ist echt schade. Und wenn man dann halt eben sieht, wie der Film sich an Predator orientiert und man am Ende halt eben bedenkt, was daraus gemacht wird, nämlich so gut wie gar nichts, dann tut einem ein bisschen so das Fanherz weh. Einfach weil, wie er gesagt, der Film hatte ordentlich Potenzial. Das hätte ein cooler, lustiger, trashiger Streifen werden können. Perfekt, um ihn mit seinen Jungs zu gucken. Aber am Ende bietet er einfach nicht genug. Das ist schade, weil also die Kredenzien waren ja vorhanden. Und der hat ja auch immerhin ein Budget von 25 Millionen US-Dollar. Ja. Und sieht man nicht unbedingt. Nee, nicht wirklich. Also die CGIs manche sind ganz nice und viele halt echt nicht. Und bei den Martial Arts, wie gesagt, sind so ein paar echt gelungen, aber die sind so far in between. Und der Großteil ist halt so eher meh, ja. Ja, um auch mal ein bisschen was Positives meinerseits zu sagen, die Action ist, wie ihr ja angesprochen habt, teilweise auch gelungen. Also es ist nicht alles schlecht an Action, es gibt viel Action und sieht, wie gesagt, teilweise auch sehr gut aus. Die Stunts und so etwas ist jetzt nicht auf höchstem Niveau, aber es ist solide, macht hier und da mal Spaß. Aber wird halt eben so, ja, es nutzt sich wirklich sehr, sehr schnell ab. Das wird sehr schnell, sehr monoton. Mhm. Und da fehlt komplett die Abwechslung, auch wenn man halt eben die Locations wechselt. Ja, oder die Waffen, diese Aluminium-Tonfas, wo man sieht, dass die total hohl sind und keinem was wehtun könnten. Also, ja, es ist wirklich sehr viel Action und gerade deshalb gibt's halt doch ein paar Treffer, wo du denkst, okay, das war jetzt ein geiler Move, das war ein geiler Kick, das war ein geiler Sprung, aber dazwischen ist halt so viel Schlechtes und das kann man dann einfach nicht genießen. Also wenn man müsste das mal zusammenschneiden, so die beste Szene, hätte man so 3 Minuten und dann könnte man den Film genießen. Ja, ja. Was ich noch negativ anmerken möchte, auch wenn es vielleicht ein bisschen komisch klingt, ist, dass das Schauspiel nicht richtig gepasst hat. Also wir haben hier einen Film, da brauchst du keine Oscar-Performance, ne? Nee. Da tun's 0815 Schauspieler mit 0815 Leistung. Aber der Cast hier nimmt den Film meiner Meinung nach für das, was er sein will, viel zu ernst. Gerade unser Hauptcharakter, der Jake, ne? Gespielt von Alan Moussy,
dem kaufst du die Sache nicht ab. Der hätte das Ganze ein bisschen aufdrehen müssen, ein bisschen, ja, da mehr Pfiff rein, weil so wie der spielt, der versucht es total ernst zu drehen, obwohl du weißt, nee, passt nicht. Der hat auch nur einen Gesichtsausdruck drauf. Ja, das ist das Allerschlimmste bei Lamusi. Das ist ja nicht sein erster Film. Er hat ja mit dem Dimitri Logothetis ja schon diese beiden Kickboxer-Filme gemacht, wobei, glaube ich, nur einen hat der Logothetis auch selbst inszeniert. Und dieser Lamusi, der kann kämpfen. Keine Frage. Aber ich finde, der hat null Charisma. Ja, genau. Also Scott Adkins wird niemals einen Oscar bekommen, aber Scott Adkins hat Charisma. Und das fehlt diesem Lamusi aber total. Ja, also, genau. Also das ist halt das Problem bei so Filmen, wo du halt den Cast fast völlig auffüllst mit Martial Arts-Experten. Auch Tony Jaa spielt nicht wirklich herausragend. Klar, das ist ein absoluter Superathlet. Aber und dann hast du mittendrin halt mit Nicolas Cage einen Oscar-Gewinner, ja, der aber in den letzten Jahren halt auch nur noch komische Sachen macht. Und dann, ja, da kannst du halt auch nicht viel erwarten. Nee, also da hat man einfach den Cast oder das Ziel verfehlt, um es mal so zu sagen, weil der Film ist nicht gut genug für das, was der Cast darstellen will, um es mal so zu sagen. Und das ergibt einfach kein schlüssiges, schönes Gesamtbild, sondern ein Durcheinander. Ja, so kann man das sagen. Ich glaube, wir sind soweit durch und können zum Fazit kommen, oder? Ja. Gut. Welche Punkte vergeben wir denn? Wurfsterne. Wurfsterne. Okay. Geschossene Science-Fiction-Wurfsterne. die schlecht animiert sind. Okay, wir geben also verschossene Science-Fiction-Wurfsterne, die schlecht animiert sind. Ja, gut. Also ich gebe. Ja, für Genre-Fans, also sagen wir es so, der Film hat eine FSK-16-Freigabe, aber ich glaube, keinen über 12 Jahre kannst du mit dem Film irgendwie begeistern oder interessieren. Das ist so ein bisschen das Problem. Vielleicht kannst du einen 12-Jährigen damit hinter den Ofen vorlocken, aber sonst nicht. Deswegen nicht mal Genre-Fans können damit was groß anfangen. Ich gebe mit Gnaden so 1,5 von diesen Wurfsternen und sage, wenn ihr einen Martial-Arts-Film sehen wollt, dann schaut euch Ong Bak an oder nochmal The Raid. Und wenn ihr einen Science-Fiction-Film sehen wollt, schaut euch nochmal Predator an, aber nicht diesen Murks. Werner. Du bist dran. Ja, also von mir bekommt der Film 2 Wurfsterne, weil er hier und da halt eben doch noch so ein paar sehenswerte Momente hat, es genug Action gibt, der Cast an sich cool ist, auch wenn er halt eben das Ziel verfehlt. Von dem her ist der Film nicht kompletter Müll, aber er hat einfach zu viele Schwächen, die ihn trotz Direct-to-DVD nicht wirklich retten können, um das mal so zu sagen. Also ich war trotz gesenkter Erwartungen enttäuscht und das ist sehr, sehr schade. Ja, ich bin das Schlusslicht, auch was die Wertung angeht, ich gebe nur einen Wurfstern. Ich war unglaublich enttäuscht. Ich hatte gehofft, es wird ein spaßiger No-Brainer. Es wurde ein anstrengender, platter und langweiliger No-Brainer. Was wirklich schade ist, weil die Story, die wirkt halt so, als ob das irgendwie so zwei Kinder auf dem Spielplatz erfunden haben. Was ich ja durchaus sympathisch finde, aber das Ergebnis ist halt einfach echt nur Murks und leider eine ganz, ganz große Enttäuschung. Ich hoffe aber, dass dieser Cast keine Enttäuschung für euch war, ihr da draußen, und hoffe, ihr habt viel Spaß mit den nächsten Casts des Telestammtisch. Bevor wir drei aber Tschüss sagen, noch eine Info. Ihr könnt den Telestammtisch finanziell unterstützen. Schaut einfach mal in der Infobeschreibung rein, da findet ihr einen Link, da könnt ihr uns ein paar Cent oder Euronen dalassen. Gut. Das wär's von unserer Seite. Ich sage Tschüss und dann dürfen meine zwei Gefährten auch noch Tschüss sagen und dann gehen wir unsere Wege. Kiai! Ciao, ciao! Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films Pain and Gain, der am 12. März bei Amazon Prime erscheint. Es ist ein etwas älterer Film aus dem Jahre 2013, Regie führte Michael Bay und in den Hauptrollen haben wir Mark Wahlberg, Anthony Mackie und Dwayne The Rock Johnson. Ja, ich würde jetzt gerne behaupten, wir haben einen ähnlich großen Star hier zu Gast. Es hat leider finanziell nicht so ganz hingehauen, aber der Sam hat sich bereit erklärt. Hallo Sam. Sei ein Macher oder sei ein Schwacher. Was bist du? Ich bin der Stu. Hallo. Ja, Sam, wir beiden Hübschen werden uns jetzt ein bisschen über Pain und Gain unterhalten. Mhm. Ich will vorweg eins sagen, es ist mein Lieblingsfilm von Michael Bay. Okay, keine Reaktion. Und? Oder Ausrufezeichen? Ausrufezeichen, genau. Ausrufezeichen. Okay.
Und ich erkläre mal ganz kurz, worum es geht. Es geht einfach um ja ein paar Bodybuilder, die an Geld kommen wollen und dafür einen ja Millionär entführen und diesen ausschröpfen. Das ist so die grobe Handlung von Pain and Gain. Und tja, wo wollen wir jetzt anfangen? Ich stelle einfach mal die erste Frage. Es ist ja ein Film von Michael Bay. Deswegen an dich die Frage, lieber Sam. Im Sommer, Schlappen mit Socken oder ohne? Also ich laufe überhaupt nicht mit Schlappen rum, weil ich kein typischer Deutscher bin und mit kurzen Hose, T-Shirt und, wie sagt man, Sandalen mit Socken rumlaufe, sondern ich habe immer meine Sneakers an. Also mit Socken. Okay. Es ist schön, dass du gesagt hast, du bist kein typischer Deutscher und hast diesen leichten Dialekt noch in der Stimme. Das ist sehr schön. Nein, Quatsch. Also die eigentliche Frage, die ich stellen wollte, ist, lieber Sam, wie stehst du zu Michael Bay? Also Michael Bay macht ja immer dieses Action-Krawall-Kino. Kennen wir auch unter anderem aus Transformers und so. Ich finde, hier macht er aber einen richtig guten Film oder richtig gutes Kino, in dem er eigentlich die Action so beiseite lässt. Aber die Kameraführung oder ja, wie soll ich's? Ist dir aufgefallen, dass er ziemlich oft die Personen von unten filmt, dass sie größer wirken? Gerade diese Dwayne Johnson und Mark Wahlberg, dass sie noch mehr so muskulös und bergig aussehen, als sie eigentlich schon sind? Ja, also das ist, also er hat, das ist das Besondere an dem Film. Der Film hat wenige Actionsequenzen. Wenn der Film Action auffährt, dann ist die auch eher klein, weil hier eben keine Roboter gegeneinander kämpfen. Aber Michael Bay behält halt seine typische Ästhetik bei. Das stimmt, ne? Der Film, also das muss man ja sagen, Michael Bay, der ist halt technisch auch immer super. Muss man nichts gegen sagen. Ich finde halt nur Michael Bay, die Filme, normalerweise immer sehr schwierig, weil es ist einfach, es ist mir zu viel. Es ist mir zu viel Krawall. Es ist mir zu, ja, fast schon unkoordiniert. Ich sehe oft gar nicht, was passiert da. Und um dem gegenzuwirken, sind ja seine Filme auch vollgestopft mit Zeitlupe. Mhm. Und warum ich Pain and Gain so großartig finde, liegt einfach daran, für mich ist Pain and Gain eigentlich fast schon eine Satire, beziehungsweise eine Parodie auf diese Ästhetik. Und vor allem auf die Heldenfiguren oder auf die Hauptfiguren, die Michael Bay sonst in seinen Filmen hat. Denn dieser Daniel Lugo, das ist dann Mark Wahlberg, und Adrian Dorbell, das ist Anthony Mackie, und Paul Doyle, das ist Dwayne Rock Johnson, sind alleine von der Physis her eigentlich Figuren, die Michael Bay in seinen anderen Filmen als Hauptfiguren / Helden einsetzen würde. Und in Pain and Gain sind es drei totale, doofe Arschgeigen. Wie ich dir ja schon im Vorgespräch gesagt habe, Dwayne The Rock Johnson hier als Dumpfbacke zu sehen, ist genial. Also ja, ich finde das so gut gemacht. Auch hier Anthony Mackie ist ja auch nicht gerade der Schlauste. Beziehungsweise, wie du schon sagst, alle drei sind jetzt nicht gerade die Schlausten, aber der Anführer von der Truppe, Daniel, der ist noch so der, wo den meisten Grips hat. Wobei die anderen zwei, ich erinnere da nur an diese eine Szene, wo sie den Millionär entführen wollen, an den BMW ranfahren und dann ist der falsche BMW und sie suchen unterm Auto, wo er ist. Das ist so gut gemacht. Ja. Was man auch nicht vergessen darf, ist, dass dieser Daniel Lugo schon der cleverste von denen ist, aber dafür ist er auch total hinterhältig und auch ein Arschloch. Also sagen wir, wie es ist. Das ist eigentlich ein richtig großes Arschloch, der immer nur auf sich bezogen agiert, der sich auch als den Größten sieht und der es irgendwie nicht hinnehmen will, dass er halt eben nicht die Nummer 1 ist. Und daraufhin er ja diese Entführung beginnt. Ne? Richtig, es gibt ja, er sagt auch noch diesen Satz, er braucht das Geld für diesen Körper oder er will das Leben für diesen Körper, wo er besitzt, haben. Also er ist schon sehr durchtrainiert und muskulös, aber fährt halt ein schäbriges Auto und wohnt irgendwo in so einer kleinen Absteige. Und das will er halt nicht weiter hinnehmen. Und deswegen hat er die Idee mit diesem Coup, mit dieser Entführung. Ja. Entführt wird übrigens doch Tony Shalhoub. Monk wird entführt, ja. Ich finde allgemein, wir haben sehr viele Schauspieler hier vorkommen in dem Film. Ed Harris zum Beispiel als diesen Geheimermittler. Ja. Ist es ein Geheimermittler oder ist es einfach nur ein Privatdetektiv? Der Privatdetektiv, genau. Dann haben wir Ken Jeong als Johnny Woo. Auch sehr gut. Und wie heißt der Replacer? Peter Stormare. Ja. Der kommt zwar nur kurz vor, der ist ja nur dieser Chirurg, Urologe oder was es darstellen soll. Ist eine kurze, wie gesagt, kurze Szene, aber ich habe das so abgefeiert, als ich den gesehen habe, weil ich kenne als Replacer, ich weiß nicht, ob dir das was sagt? Nee, gerade nicht. Es gab vor einigen Jahren mal eine Call of Duty Werbung, wo sie Werbung halt gemacht haben für das Spiel
Und die Leute, die halt so arbeiten mussten oder Hausaufgaben machen mussten und sowas, die hatten halt keine Zeit, das Spiel zu spielen. Und da kam er halt mit einem fetten, dicken Auto angefahren, so mit Kurve rutschen und sowas, stieg aus und sagt, ich bin der Replacer. Während ich zu deiner Arbeit gehe oder deine Jobs übernehme, kannst du das Spiel spielen. Und das fand ich halt so cool. Und das habe ich immer im Kopf, wenn ich den sehe. Also ja, ich muss immer dann an Big Lebowski denken, weil der da ist ja Uli, der deutsche Nihilist. Ja, richtig. Ja, also wenn man sich den Cast anguckt, da hat Michael Bay schon mit vielen Leuten zusammengearbeitet, die schon mal mit ihm gearbeitet haben. Also Ed Harris kennen wir auch, The Rock. Peter Stormare war ja Bad Boys 2 und glaube ich noch ein paar andere Sachen mit dabei. Ich glaube, der war auch bei Armageddon war er mit dabei. Ja, und mit Mark Wahlberg hat er ja dann auch noch später Transformers 4 und 5 gemacht. Und Pain and Gain ist für mich wirklich die Perle unter den Michael Bay-Filmen. Und der Film, dem wird ja oft vorgehalten, dass er sehr menschen-, also sehr misanthropisch ist. Und das kann man ihm durchaus auch vorhalten, denn ja, der Film suhlt sich halt in Klischees. Es ist ja nicht nur, dass diese Bodybuilder dumm sind wie Brot, ja, also dieses allgemeine Bodybuilder-Klischee. Nee, wir haben auch, dass das Entführungsopfer ist halt so ein raffiger Jude. Die Frauen, die da rumlaufen, sind irgendwie alle auch nur scharf aufs Geld. Jeder will nur schön aussehen. Aber ich finde irgendwie, dass diese Welt, in dieser spielt, mit zu diesem parodistischen, satirischen Konzept passt. Ich frage mich nur jedes Mal, wenn ich diesen Film gucke, war das Michael Bay bewusst, was er da macht, oder ist das einfach nur so ein Glücksgriff gewesen? Das ist eine gute Frage. Wir müssen ja auch dazu sagen, dass der Film auf wahre Begebenheiten stattfindet. Und vielleicht ist das der Grund, warum ihm da dieser Glücksgriff, wie du schon sagst, geklappt hat oder bei ihm funktioniert hat. Weil er sich diese wahre Begebenheit genommen hat und versucht hat, daraus einen ansehnlichen Film draus zu machen. Ja, es ist, also ich habe den Film jetzt schon echt häufig gesehen. Und irgendwie, ich weiß es nicht, für mich ist dieser Film so eindeutig satirisch, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das durch Zufall passiert ist. Wenn ich mir aber halt eben die Filme von Michael Bay davor und danach angucke, kann ich mir nicht vorstellen, dass der sowas macht. Weil der Film sieht aus wie Michael Bay. Wenn du nicht im Vorspann lesen würdest, Directed Michael Bay, du würdest die ersten 20 Minuten sehen und würdest sofort assoziieren, das sieht aus wie ein Michael Bay-Film. So. Aber wie er da mit den Leuten umgeht, wie er das Ganze erzählt, so dieses so, wir müssen unbedingt jetzt an die Spitze, das ist das Einzige, was wir wollen, ja, das ist so herrlich in seiner parodistischen und satirischen Ausdruckskraft. Ich bin da echt hin und her gerissen. Das ist ganz famos. Ich weiß nicht, ob du die kennst, also Drehbuchautoren, ob du weißt, was für Filme die vorher gemacht haben oder was von denen noch kam, Christopher Markus und Steve McFeely. Ich glaube, die haben für Marvel gemacht. Genau, die haben bei Endgame und Infinity War mitgeschrieben, Civil War und Thor The Dark Kingdom, erster. Ja, die haben ganz viel gemacht. Die haben auch die Chroniken von Narnia gemacht. Okay. Was meine Idee jetzt war, vielleicht, was die vor Pain and Gain gemacht haben, vielleicht war da was dabei, wo Michael Bay gut fand und dann sich gedacht hat, mit dem will ich mal zusammenarbeiten. Und die hatten gerade diesen Pain and Gain auf dem Tisch liegen und gerade zum Schreiben. Und deswegen hat er es übernommen. Ich kann es mir sonst irgendwie anders auch nicht so wirklich erklären. Weil wenn man sich den Trailer anguckt von Pain and Gain, der ist schon so zugeschnitten, dass man denkt, ja, typischer Michael Bay-Film, so richtig Action belastet und so, aber wenn man sich den Film selber dann anschaut, da sind schon ein paar Action-Szenen drin, aber es ist halt nicht das typische Michael Bay-Action-Gedöns, was er bei anderen Filmen so ablässt. Ja, es ist ein kurioser Film, ganz ehrlich. Es ist ein total kurioser Film, den ich mir jedes Mal dann angucke, wenn ich mir irgendwie einen anderen Michael Bay-Film angucken musste. Und sei es nur aus Neugier und ich dann meistens immer total enttäuscht bin oder genervt. Also das letzte Mal Pain and Gain angeguckt habe ich mir, nachdem ich mir Six Underground angeguckt habe. Okay. Finde ich ja einfach wirklich furchtbar fand. Ja, habe ich noch nicht gesehen. Tu es nicht. Okay. Wenn ihr dann tu es nicht. Da spielt halt Dings mit, der Ryan Reynolds. Reynolds, und ich mag den eigentlich, aber ich habe es mir bisher nicht angetan, weil mir schon gesagt worden ist, er soll nicht so der Knüller sein. Nee, da gibt es übrigens auch eine Besprechung am Telestammtisch, da könnt ihr gerne mal reinhören. Da war ich, glaube ich, mit dabei und ich glaube, wir waren unisono der Meinung, dieser Film ist kacke. Okay. Was glaubst du, Pain and Gain, ist das ein Film, den Michael Bay-Fans, die es
die es ja durchaus gibt, und das soll jetzt auch keine Wertung mit drin sein. Glaubst du, dass die diesen Film auch als Parodie verstehen oder als Satire? Oder glaubst du, dass die den eher als Actionkomödie oder Thrillerkomödie sehen? Schwierige Frage. Ich weiß, dafür bin ich hier. Weil ich würde mich jetzt selber als nicht unbedingt der größte Michael Bay-Action-Fan bezeichnen. Ich habe seine Filme gesehen, ja, aber wie du schon sagtest, am Anfang ist es immer so eigentlich das gleiche Action-Gewitter, was er abfeuert. Teilweise benutzt er auch gleiche Szenen aus anderen Filmen. Ja. Ich sag nur Transformers und Die Insel. Und ja, große Fans von Michael Bay würde ich schon vielleicht fast sagen, dass sie das als kleines, wie hast du gemeint, hier Dingsfilm ansehen. Als Action-Thriller oder als Thriller-Komödie. Als sachten Action-Thriller, genau. Ich persönlich finde aber, dass er mehr ist. Und ich bin halt aber kein Michael Bay-Fan, deswegen schwierig, echt schwierig zu sagen. Kannst du dich noch erinnern, als du den Film das erste Mal gesehen hast, wie er damals auf dich gewirkt hat? Das erste Mal, wo ich den gesehen habe, damals in den 80er, weißt du noch. Damals in den 80er. Als die Männer noch Bärte hatten. Ja. Und Brust auf den, andersrum, Haar auf der Brust. Ach, ich Schwab. Ja, so sind wir. Heiderei. So, was sag ich? Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt hast du mich rausgebracht. Ich habe dich gefragt, ob du noch weißt, wie der Film damals bei der Erstsichtung auf dich gewirkt hat. Ja, also ich weiß nicht, ob ich ihn genau in diesem Jahr gesehen habe, als er bei uns erschienen ist in den Kinos, weil ich habe ihn nicht in den Kinos gesehen. Ich hatte ihn erst danach auf Disc zu Gemüte geführt und ich hatte meinen Spaß, fand den Kniff, dass es eine echte, also eine wahre Begebenheit ist, richtig gut. Und als dann zum Schluss halt dann stand, Michael Bay ist für die Regie, dachte ich so, oh, okay, hätte ich jetzt nicht von ihm so erwartet. Also ich fand ihn damals eigentlich gut. Also kann mir jetzt nicht, also ich wüsste jetzt nicht, dass ich hier in Freudensprüngen so ausgerastet bin hier, als ich den zum ersten Mal gesehen habe. Aber ich fand ihn gut, also mir hat mir Spaß gemacht. Das ist auch, man ist ja immer so, wenn man einen Film gut findet, schaut man öfters. Und ich kann mir, also ich denke, dass ich den schon 5, 6 Mal gesehen habe, seit es den gibt. Und das zeigt ja schon, dass ich ihn mehr oder weniger gut finde. Weil wenn ich einen Film schlecht finde, dann schaue ich mir kein zweites Mal an. Ja, das macht Sinn. Okay. Aber wie hast du denn reagiert, als du den ersten Mal gesehen hattest? Ich habe den genau wie du erst auf DVD oder Blu-ray damals halt geguckt. Mhm. Und war damals schon so drauf, so boah, Michael Bay macht einfach nicht die Filme, die mir zusagen. Das hatte ich dann so für mich schon rausgefunden und war wirklich perplex, weil viele Freunde haben mir gesagt so, ja ey, der war nicht so toll und es hat typisch Michael Bay und war, und ich habe halt eben bei der Erstsichtung gedacht, so, das ist doch eigentlich das, so diese ganze Männlichkeit, die Michael Bay halt sonst in seinen Filmen immer so hochhält, ja, und so ein Podest für sie errichtet, die reißt er ja hier wirklich mit einer großer Wonne wieder ein. Und das hat mir einfach total viel Spaß gemacht. Und ich weiß noch, ich habe damals meinem guten Kumpel Pascal geschrieben, der fand den Film damals echt scheiße, habe gesagt, ey, ich fand den super, den Pain and Gain. Und war mir damals aber eben auch so unsicher, ob es jetzt wirklich gewollt war, was er da gemacht hat, oder ob es einfach ein Glücksgriff war. Es gibt doch dieses schöne Sprichwort, wenn 1000 Affen, ja, 1000 Jahre lang auf 1000 Schreibmaschinen draufkloppen, da kommt irgendwann Shakespeare bei raus. Mhm. So nach dem Motto. Ich glaube aber, dass Michael Bay kein dummer Mensch ist. Der weiß schon sehr genau, was er tut. Andererseits sprechen seine Filme davor und danach nicht dafür, dass er das wirklich bewusst gemacht hat. Das ist halt total schwierig. Vielleicht interpretiere ich da auch einfach nur zu viel rein. Das ist die wahrscheinlichste Möglichkeit. Aber ich war wirklich perplex. Und ich habe ihn mir relativ schnell nochmal angeguckt. Und ich will ehrlich sein, ich habe ihn jetzt genau wie du, glaube ich, so 4, 5 Mal gesehen. Und der ist in meiner Gunst auch ein bisschen gesunken wieder. Also das ist jetzt kein schlechter Film, aber ich weiß noch, bei den ersten 2 Mal war ich wirklich richtig euphorisch, wie toll ich den fand. Mittlerweile finde ich, es ist ein guter Film. Und für mich halt wirklich der beste von Michael Bay. Und ich weiß, jetzt kommen viele wieder sagen, ja, aber guck mal hier, Bad Boys und The Rock. Nee, es tut mir leid. Die Bad Boys finde ich echt schrecklich, vor allem den zweiten. Und The Rock finde ich nett, aber mehr auch nicht. Ich weiß, damit mache ich mir jetzt sehr viele Feinde, aber damit muss ich leben. The Rock ist halt momentan echt ein Zugpferd, ne? Wenn man das so sieht. Der haut einen Film nach dem anderen raus und Leute gehen in die Filme. Nein, ich meinte The Rock von Michael Bay, den Actionfilm. Ach so, denn nicht The Rock, den Wrestler. Alles klar. Ich dachte, du meintest gerade den Schauspieler. Alles klar. Okay. Sorry. Ja, da kann man schon durcheinander kommen, ja. Nee, Dwayne Johnson, also The Rock, den finde ich,
also ich würde mir manchmal ein bisschen wünschen, dass er so ein paar mehr Filme macht wie diesen Faster, also so ein bisschen gröber, ein bisschen rauer, ein bisschen direkter, aber ich kann dem Mann nicht absprechen, dass der hatte Charisma, das ist eine Charisma-Bombe, der Mann, da muss man nicht drüber reden, der ist für die Leinwand gemacht. Ja, das ist ja das, was ich gerade sagen wollte, der feuert momentan einen Film nach dem anderen raus, weil er halt angesagt ist. Und dementsprechend auch gefragt ist für Filme und halt auch seine Kohle da reinholt. Also was der momentan ja verdient, ja. Das ist ja schon krass. Und, aber ich finde es übel, wie der gewachsen ist. Also jetzt von schauspielerisch, wenn man seine ersten Filme anguckt und jetzt ist er auch gewachsen, klar. Aber so auch körperlich, wie der gewachsen ist. Wenn man zurückdenkt, überleg mal die Zahnfee, wo er da gespielt hat. Ja. Da war ja, wenn man das mit den heutigen The Rock vergleicht, war das ja damals ein Schmalhans. Also ja. Krass. Also das ist wirklich ein Muskelberg. Ja. Par excellence. So ein bisschen wie wir, Seth. Ja, natürlich. Ich hab's bei Fast and Furious, habe ich es, glaube ich, mal zum Kollegen gesagt gehabt, der muss nur mit dem Finger bewegen, schwitzt er schon. Ja. Der bewegt den Zeigefinger und schon läuft ihm die Brüte die Stirn runter, also krass. Wobei ich jetzt Dwayne Johnson auch für Pain and Gain ein großes Kompliment aussprechen möchte, weil er hätte ja auch sagen können, nee, das mache ich nicht, denn er kommt ja auch so ein bisschen aus dieser, also mittlerweile ist er ja sehr deutlich drin in dieser Bodybuilder-Szene. Mhm. Und wie gesagt, diese Bodybuilder werden halt echt als sehr doof dargestellt. Ne? Richtig. Steroide abhängig und drogenabhängig, genau, und genau, diesen ganzen Schrumpfhoden und alles, was richtig dazu gehört. Aber ich finde, dass The Rock oder Dwayne Johnson wirklich mit großer Spielfreude dabei ist. Also das ist für mich auch so der Beste im Kader, den der Film da hat. Tatsächlich. Das hatte ich, glaube ich, dir im Vorgespräch auch schon gesagt. Dumpfbacke spielen oder sein, das sind halt zwei Paar Schuhe. Eine Dumpfbacke kann man sein, eine Dumpfbacke spielen ist schwer. Ja, ja. Und hier im Cast ist es so, der Sam spielt die Dumpfbacke, ich bin die Dumpfbacke und deswegen ergänzen wir uns so gut. Und ich würde sagen, wir können zum Schluss kommen, außer du hast noch was du loswerden möchtest. Nein, was ich noch mir so aufgeschrieben habe, ist, dass die halt saudumm sind, die drei. Aber ich glaube, das hatten wir vorhin schon so kurz erwähnt. Das haben wir, glaube ich, jetzt mehr als einmal erwähnt. Ja, ich meine so auch situationsbedingt, wo sie den einen Typen einladen zu sich nach Hause und machen Party und der Daniel tickt dann halt wieder aus und dann passiert dieser Unfall mit dieser Gewichtsscheibe, wo er zerquetscht wird, der Typ, und dann wollen sie die Leichen wegschaffen. Und, oh, hast du jetzt etwa gespoilert? Nein, ich habe nicht gesagt, wie der Film ausgeht. Ich habe nur gesagt, dass da der Mord passiert. Okay, ich erkläre dem Sam nach der Aufnahme nochmal, was Spoiler sind. Nein. Also, das und war würde sagen, Detail. Wir kommen zum Fazit. Ja. Was für Punkte vergeben wir denn heute, Sam? Also, ich würde ja sagen, da es hier ja um Steroide und so geht, hätte ich jetzt Steroide verpasst. Du willst Schrumpfhoden nehmen, oder? Schrumpfhoden? Ja, Schrumpfhoden. Okay. Sam, du kannst ja geben 0 bis 5 Schrumpfhoden. Okay. Also, dann fange ich mal an. Ich finde den Film an sich spannend und auch unterhaltsam. Es lässt sich sehr gut auch als Second Screen nebenbei laufen und man bekommt trotzdem gut mit. Ich konnte teilweise auch bei manchen Situationen echt gut lachen. Also er ist auch sehr, sagt man, komödiantisch, ja. Komödiantisch, genau. Und hatte dadurch echt mal Spaß. Damals, wo ich ihn zum ersten Mal gesehen hatte, habe ich dir ja gesagt, ist mir erst im Abspann aufgefallen, dass es ein Michael Bay-Film ist. Hätte mir aber durch die Kamera oder durch manche Szenen auch schon vorauffallen können, weil es gibt gewisse Szenen, die da ist eindeutig die Handschrift von Michael Bay zu sehen. Und bin bei, boah, schwierig. Ich habe den, wie du schon sagst, früher besser eingeschätzt. Mittlerweile lässt er sich gut gucken, aber ich finde ihn nicht mehr so stark wie. Bin ich bei 3 oder 3,5 Schrumpfhoden? Gibt's halbe Hoden? Ich weiß es nicht. Jetzt ja. Okay, dann bin ich bei 3,5 Schrumpfhoden. Ja, ich bin bei 3,5 Schrumpfhoden. Okay, würde ich mich anschließen. Der Bewertung auch 3,5. Früher war das für mich 4 Schrumpfhoden. Mittlerweile sind es nur noch 3,5. Es könnte auch einfach daran liegen, weil ich ihn so oft geguckt habe, da will ich ehrlich sein. Nichtsdestotrotz für mich der beste Michael Bay-Film und die Frage, ob das jetzt beabsichtigt war, dass das so eine Satire geworden ist oder nicht, ich glaube, die wird mich bis ans Lebensende verfolgen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass selbst Michael Bay darauf keine Antwort hat. Okay. Kann durchaus sein, ja. Ja. Das war unsere Besprechung zu Pain and Gain. Grob übersetzt aufs Deutsche, ohne Fleiß kein Preis. Und das ist ein gutes Stichwort, denn dieser Podcast entsteht ja
unentgeltlich. Das heißt, wir verdienen nichts damit, aber ihr könnt uns ein kleines Trinkgeld dalassen. Das können wir dann einsetzen, um uns hier und da vielleicht zu verbessern. Oder, naja, ihr kennt das ja, Koks und Nutten, nicht wahr? Also, mehr dazu einfach in der Videobeschreibung. Vielen Dank schon mal dafür und auch danke an dich, lieber Sam. Ja, vielen Dank, dass du mich dazu eingeladen hast oder mich auserwählt hast, das mit dir zu besprechen. So bin ich, so ja. bin ich. Kleiner Shoutout noch, wir wollten diesen Podcast zu dritt aufnehmen mit dem Kollegen Sven, der kann aber leider nicht, deswegen hier an dieser Stelle liebe Grüße an dich, Sven. Ja, Grüße gehen raus. Ja, und damit beenden wir diesen Podcast. Ich sage Tschüss und dann darfst du noch auf Tschüss sagen. Ja, dann sage ich einfach mal Tschüss. Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films EMA. Der erscheint am 18.03. als VOD und dann eine Woche später, am 25. März, dann auch auf DVD und Blu-ray. Und ja, wer ein bisschen aufgepasst hat, der weiß vielleicht, dass der auch letztes Jahr im Kino lief. Unglaublich, dass es Filme letztes Jahr ins Kino geschafft haben, oder Paul? Ja, schönen guten Tag. Hallo. Ja, der Paul ist nicht nur hier, weil er ein netter Kerl ist. Nein, der Paul ist hier, denn er hat den Film gesehen. Ich habe ihn aber nicht gesehen. Deswegen darf ich jetzt Paul ausfragen. Und ich beginne diese hoffentlich ereignisreiche Fragerunde mit einer ganz einfachen Frage, nämlich Paul, worum geht's in EMA? Es geht um EMA und Gaston. Das sind beides Mitglieder einer Tanzkompanie. Sie ist Tänzerin, er ist Choreograf und zwischen den beiden hat sich eine Beziehung entwickelt, die auch mal so innig war, dass sie gemeinsam beschlossen haben, ein Kind zu adoptieren. Als dieser Junge jedoch Emas Schwester schwer verletzt, geben sie ihn quasi wieder weg und daraufhin entspinnen sich Streitigkeiten und ein Strudel aus Zerstörung. Hui. Ja, sie spielt mit dem Feuer. Ja, das ist der deutsche Bundesfilm des Films. Sie spielt mit dem Feuer. Den gibt's aber auch erst, seitdem der Film jetzt auf DVD rauskommt. Also im Kino hatte der Film diesen Subtitel noch nicht. Das weiß ich. Und ich weiß auch, das ist der neue Film des chilenischen Regisseurs Pablo Laurent oder Lorrain. Ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht. Lorrain. Okay, Klugscheißer. Bestimmt. Der ja vor, ich glaube, 3-4 Jahren mit Jackie einen wirklichen famosen Hit hatte und jetzt halt eben EMA. Und was ich so mitbekommen habe, ist, dass EMA nicht ganz der große Wurf sein soll. Direkte Frage an dich, Paul. Warst du eher enttäuscht oder warst du eher zufrieden mit dem Film? Das ist lustig, weil ich hatte im Vorfeld eher das Gegenteil gehört. Ah, okay. Ich hatte eher gehört, dass es wirklich dieses, und auch vom Trailer her, also ich hatte, ich sag mal schon, ja, gehobenere Erwartungen. Und er hat mich auch gefreut, den zu sehen. Und jetzt letztendlich, ich bin nicht komplett überwältigt, aber er hat mich schon auf eine ganz besondere oder eine eigenartige Art und Weise abgeholt. Wobei ich hier auch gleich dazu sagen muss, dass ich es ganz sehr bedauere, den nicht im Kino gesehen zu haben, sondern nur jetzt auf dem Fernseher. Denn das ist ein Film, der mit seiner ganzen Optik, mit seiner Ästhetik und mit seinem Klang und Musik, also der auch im Kino wirklich, wirklich gut gewirkt hätte. Okay. Jetzt hast du ja schon die Handlung grob skizziert. Und ja. Da sind halt so ein paar Genres gleich so bei mir so aufgeploppt im Kopf. Ja, mhm. Tanzfilm, Musikfilm, Beziehungsdrama, auch so ein bisschen Thriller. Wo würdest du diesen Film genretechnisch verorten? Also kein gewöhnliches Drama. Drama gibt's genug hier, aber ich würde selbst wenn man die Handlung jetzt vielleicht nur liest, gerade das Ganze mit dieser Adoption und so weiter, das klingt schon so nach so einem, so einen grundsätzlichen Drama erstmal, was man so ganz, aber der geht dann doch eher in die hart künstlerische Richtung, wenn ich das jetzt mal so umschreiben kann. Ja. Und ist dementsprechend kein eindeutiges Genre, aber durchaus Musik- und Tanzfilm, also diese Handlung, die ja nicht ganz organisch immer erzählt ist, sondern dann immer wieder abgehackt durch Tanz, durch ausdrucksstarke Tanzsequenzen unterbrochen wird, die entweder ihre Gefühle gerade widerspiegeln oder die Spannung zwischen den beiden Hauptcharakteren irgendwie noch verdeutlicht oder einfach mal so, wo man denkt, okay, was ist das jetzt? Das wirkt manchmal ein bisschen zerbröselt alles,
Aber es sieht auf der anderen Seite auch irgendwie sehr, sehr toll aus. Das klingt für mich so ein bisschen wie so ein Arthouse-Musical. Ja. Gerade halt das mit den, dass sie mit dem Tanz halt eben auch ihre Gefühle preisgeben. Wobei ich dann nicht so immer richtig die Verbindung ziehen konnte. Mein größtes Problem, wenn ich ein Problem mit dem Film habe, dann ist es tatsächlich, dass ich diese Charaktere, die sind nicht wirklich sympathisch. Das müssen sie jetzt auch nicht sein, aber so der Zugang zu den Charakteren oder auch manchmal die Denkweisen und die Handlungen, die sind nicht immer ganz, für mich zumindest, nachvollziehbar. Und deswegen ist es auch schwierig, da jetzt die bestimmten Gefühle aus den Tanzsequenzen oder so rauszulesen, für mich. Das klingt jetzt alles ein bisschen wirr, ja. Aber ich habe den Film erst vor einer guten Stunde beendet und muss noch so ein bisschen meine Gedanken sortieren. Okay. Hattest du denn für dich das Gefühl, dass diese Tanzszenen mehr hinderlich sind, in den Film reinzukommen? Oder war das einfach eine willkommene Abwechslung und vielleicht sogar der künstlerische Glanzpunkt des Films? Also es ist auf jeden Fall ein Dreh- und Angelpunkt. Ich würde sagen, es ist kein Film, in den man leicht reinkommt und vielleicht muss man das auch gar nicht. Vielleicht ist es ist auch kein Film, in dem man jetzt vielleicht den großen Zugang braucht, sondern man kann auch einfach sich davor setzen, sich davon von diesem Rausch mitziehen lassen, der dann irgendwie, wie gesagt, im Kino vielleicht noch ein Stückchen stärker mitgezogen hätte. Aber diese Tanzszenen, die gehören schon mit zu diesem ganzen Stil mit dazu. Wie sieht es jetzt von den Darstellern aus? Also ich gucke hier gerade mal so, wer hier mitspielt und es ist ja ein chilenischer Film. Ich will ehrlich sein, ich kenne mich mit dem chilenischen Kino nicht so aus. Was sagst du zu den Darstellern? Also die Darstellerin der Ema, die Mariana Di Girolamo, die hat eine unheimliche Präsenz und sie kann erstmal auch mega gut tanzen. Und auch wenn ich im Charakter jetzt nicht allzu viel abgewinnen konnte oder eben da nicht so richtig die Anknüpfungspunkte gefunden habe, ihre Präsenz, die sie hat auf dem Bildschirm und ihr ganzes Auftreten in dem Film, das ist echt stark, das ist voll mit Power. Und dann eben auch, wenn sie sich so ein bisschen ja in einer Art und Weise radikalisiert, da hat sie, also das ist schon recht eindrucksvoll. Und außerdem hat sie eben auch dann diesen weiteren Part, dieses, was bedeutet es, eine Mutter zu sein, oder bereut sie diese Entscheidung, eben diesen Jungen weggegeben zu haben oder so. Das sieht man in ihr auch immer wieder, aber das Kraftvolle, das steht für mich zumindest hier im Vordergrund von ihrer Performance. Ich muss ja sagen, irgendwie, ich weiß nicht, ob wie ich das vorstellen kann, also der Junge verletzt halt ihre Schwester, hast du gesagt, ne? Ja. Und dann bringen die ihn einfach wieder weg. Ja. Das war jetzt in der Handlungsbeschreibung, klang das so nebensächlich, dass ich fast ein bisschen schockiert war. Ist das denn im Film an sich ein durchaus wichtiger Bestandteil oder ist es auch nur so eine kleine Fußnote? Ich würde diesen Film, also er fühlt sich manchmal nicht so an, als hätte er wirklich diese klare Handlung, sondern als hätte er mehr so Gefühlsausdrücke immer der Figuren, der ist auch nicht immer so klar kommuniziert. Also man weiß nicht, okay, sind das jetzt Tanzszenen, weil sie gerade diesen Tanz proben, oder sind das jetzt solche Ausdrucksformen? Oder ist das jetzt Realität oder ist das wirklich jetzt eben eine Verbildlichung von den Gefühlen und so oder was sie jetzt gerade spüren? Das wird nicht so ganz klar. Und deswegen sage ich auch, also dieses Drama ist zwar auf dem Papier da, aber eigentlich, ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Also das ist so, man kann es schwer wirklich in Worte fassen. Also es klingt für mich, als wäre der Film halt keine kohärente Erzählung, sondern mehr so eine Revue von Emotionen. Ja, das trifft ganz gut. Genau. Ha, siehst du mal. Ich habe noch nicht mal gesehen. Und das eben gepaart mit dieser, weil es wird dann, wie gesagt, noch zerstörerischer, diese Beziehung zwischen den beiden Charakteren, die bröckelt eben aufgrund dieser Adoption, dann kriegt sie auch noch Stress mit dem Jugendamt und so weiter und irgendwann irgendwas passiert mit der Protagonistin und dann, ohne zu viel zu spoilern, spielt auch irgendwann Flammenwerfer immer eine größere Rolle und das entbricht dann schon in so einer Wut, die echt immer bildgewaltig eingefangen ist und die fast so eine richtige Ästhetik in der Zerstörung sieht. Oh, das klingt interessant. Das sieht man schon in den ersten Sekunden des Films, ja. Wird das schon angedeutet. Also ein
durch und durch ästhetischer Film. Ja, das würde ich auch sagen. Und dann hat man auf der einen Seite, hat man manchmal diese, wie bei den Tänzen, hat man so ein bisschen so eine Musikvideo-Ästhetik und so eine Tanzfilm. Also das so, es wirkt schon alles da sehr künstlich oder künstlerisch in diesem Bereich. Dann hat man auch Natürliches, aber dieses wirklich, ja, Künstlerische, das überwiegt da schon. Genauso ist es mit der Musik. Wir haben eben einmal diese so Beats und Hip-Hop-Beats und vielleicht kannst du dir was darunter vorstellen. Und auf der anderen Seite hat man aber auch so, ich habe mir hier aufgeschrieben, einen Klangteppich aus Blade Runner 2049. Und dieses Das klingt für mich eher wie ein Wookie mit Halsschmerzen, aber okay. Ich denke schon, ich habe es ganz gut imitiert. Okay. Ich glaube dir das jetzt einfach mal. Und danke dir bis hierhin. Hast du noch irgendwas, was du loswerden willst? Für meine wenigen Notizen, die ich mir bisher zu diesem Film gemacht habe, weil ich da wirklich noch die Gedanken sammle, habe ich erstmal nichts mehr. Ich kann mich nur entschuldigen, falls meine Gedanken etwas zusammenhangslos wirken, aber so ist stellenweise auch der Film. Okay, gut. Dann wird es Zeit, ein finales Fazit zu fällen. Welche Punkte willst du denn vergeben? Ja, ich würde vielleicht den angesprochenen Flammenwerfer vergeben. Okay, dann bitte, vergib 0 bis 5 Flammenwerfer. Ah, und es ist echt schwierig, weil auf der einen Seite stehe ich ja schon so auf ästhetische Filme und auf so, die halt die Sehgewohnheiten aufbrechen, und das macht dieser Film. Der ist jetzt nichts Gewöhnliches. Der sticht hervor, der will vielleicht auch hervorstechen, wo ich auch das ein oder andere Mal das Gefühl hatte, okay, der will jetzt schon was anders sein, oder will jetzt hier diese Wortwahl, der will ein bisschen anecken oder so. Das hat mich dann nicht immer ganz abgeholt, wie gesagt, mit den Charakteren. Ich frage mich dann immer, muss es dieser Film denn überhaupt machen? Muss er mich denn mit seinen Charakteren mitnehmen? Wahrscheinlich nicht. Es war ein Rausch. Es gibt sehr explizite Szenen. Also da geht's auch durchaus mal, da gibt's Orgien und so weiter. Ich schwanke zwischen 3 und 3,5 Flammenwerfern. So ist meine grobe Tendenz momentan. Vielleicht werde ich mir ihn auch nochmal ansehen. Vielleicht auch nochmal auf einem größeren Fernseher oder so, oder mit einer besseren Anlage, dass das Ganze nochmal, der Woman des Sound mich nochmal richtig reindrückt. So bleibe ich erstmal. Ist eine vorsichtige Sehempfehlung, weil dazu muss man vielleicht auch in der Stimmung sein, um das zu, um das auf sich wirken zu lassen. Aber wer vom Trailer vielleicht angetan ist, der kann mal einen Blick drauf werfen. Okay. Ja, dann sind wir hier durch. Vielen Dank für deine Meinung mit und Fazit zu EMA. Wie gesagt, am 18. März digital erhältlich, eine Woche später auf Blu-ray und DVD. Ich danke für deine Zeit, lieber Paul. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören und wünsche euch noch viel Spaß mit den weiteren Casts des Telestammtischs. Und denkt dran, in der Videobeschreibung findet ihr einen Link, mit dem ihr uns ein bisschen unterstützen könnt finanziell. Kein Muss, aber hey, wenn nicht, wenn. Tschüss. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.